Wenn man es so sieht, eigentlich selber 3 Punkte. Wenn man es so sieht. Aber ich bin nur in Karlsruhe ist 14. Und hat gegen uns auch den Punkt erkämpft. Wisst ihr ja. Also ja. Wir werden bestimmt was umstellen, das ist natürlich klar. Und wir müssen uns natürlich nochmal hier drum kümmern, weil wir rutschen immer weiter unter unserer Zielvorgabe und das geht gar nicht. Aber jetzt erstmal Aue, danach zu Hause Pokalspiel. Pokalkracher gegen Leverkusen. Dann Bielefeld. Wir haben 2 leichtere Gegner in der Liga. Ah ne, wir hatten ja Würzburg-Kickers schon. Habe ich simuliert. Ja. Leverkusen, der Pokalkracher. Das heißt, wir schonen jetzt für das Spiel so ein paar Leute, die wir brauchen. Und dann passt das. Wir spielen rot, die in lila. Mal gucken, vielleicht noch andere Spiele. Nein. Dann stellen wir jetzt ein bisschen um. Auf jeden Fall. Wir fangen mal mit... Nee. Wir fangen mit Kliment vorne an. Nehmen Gentner raus. Nehmen Insur raus. Nehmen Großkreuz raus. Nehmen... Ja. Ich bin ja mal ein Kral, darf auch mal, oder? Kral darf mal. Die Auszeichnung. Und so spielen wir dann. Erstes Spiel für Kral heute. So spielen wir auswärts in der Aue. Maxine darf hier nochmal warm schießen. Kliment ist, glaube ich, das erste Mal von Anfang an auf der Stürmerposition. Er hat vorher noch nie Stürmerposition von Anfang an gespielt. Heute ist es das Debüt für ihn in Aue. Darf er mal von Anfang an ran vorne. Und wir hoffen natürlich auf die weiteren 3 Punkte nach dem Spiel, das ich simuliert habe gegen die Würzburger Kickers. Die Kommentatoren, die ich aus habe. Ihr seht mal wieder. Und wo sind die Mannschaften hier? Die fehlen ein bisschen. Wo sind die Mannschaften? Da, jetzt kommen sie. Ah, Hannover ist auf Platz 2 gerutscht, Bochum rund auf Platz 3 und dann kommt 60. 60 war ja ziemlich lange Tabellenzweiter. Das haben sich jetzt aber auch verscherzt. Hannover und Bochum sind dann vorbei. Aber, oder? Ja, eigentlich schon. Wir sind die beste Verteidigung. Wir haben 3 Gegentore und die zweitbeste hat 13. Also wir haben 3 Gegentore. Und das soll Kral und Co. natürlich wieder verhindern heute. Dass wir weiterhin auf den 3 nur stehen. Wenn es geht. Da sehen wir uns nochmal. Natürlich mit voller Motivation heute für das Spiel. Das ist ja auch, wenn man so nimmt, so eine kleine... Vorbereitung für den Pokal. Hier die Aufstellung von Aue. Ich spiele mit Bertram Tor, da hätte ich Königs erwartet vielleicht. Stammkeeper Mennel und Skialatides, die wichtigen. Im Rest kenne ich mich auch nicht so wirklich aus. Es ist ja eine kleine Vorbereitung für den Pokal. Und ja, deswegen vielleicht mal heute das Ding mit 3 Punkten holen. Das wäre schon gut. Jetzt unser Kader, den man eigentlich kennt. Weil es gibt die Veränderungen, nämlich Kral, Heise, Klein, Kliment, Tusa, Zimmermann. 6 Veränderungen. 6 Veränderungen im Gegensatz zum letzten Spiel. Das ist schon hart, dass wir da 6 andere Leute einfach mal spielen lassen. Wir sind motiviert also. Gut los, Jungs, das will ich auch sehen. Da ist Alessandro Maxim. Momentan zeigt er sich in guter Form. Hoffentlich kann es heute wieder zeigen. Schiri, wie meistens, Ansgar von Hauenstein. Den hat man ja meistens eigentlich. Wir stoßen an in Aue. Kliment und, wer ist es? Özcan. Beide Leute, die vorne für die Spannung sorgen sollen. Und es geht los. Erstmal direkt die Sicherheit reinbringen in das Spiel. Sicherheit für die Leute. Damit wir nicht direkt vielleicht einen Umgegner fahren. Gral. Schön. Also. Ja, auch nochmal die Seite gewechselt auf Klein. Hier auf Zimmermann. Der Fußsatz. Der sieht Werner laufen. Ich habe gerade keinen Trickskader irgendwie nicht. Jetzt ans erste Mal Aue. Kvesic. Bertram. Gut gemacht von Zimmermann und das sehe ich nach meiner Meinung nicht als faul an. Von Zimmermann. Klein, den ich wahrscheinlich auch nächstes Jahr verkaufen werde, weil er ist 30. Dann können wir uns wirklich nochmal einen jüngeren holen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht einen guten Rechtsverteidiger Idee habt. Für nächste Saison. Moment. Da, ah, da ist er dagegen gesprungen. Nicht so gut am Ende. Aber das ist, ja, Galeppe. Aber
Das ist ein Neuzugang. Ich weiß aber nicht. Skalatides, Kliment von vorne nach hinten. Schade. Deppe. Aue spielt das gerade gut. Aue spielt das gut. Heise. Lässt sich aber nicht verarschen an der Stelle. Bussard. Heise. Kliment. Auf Werner. Jawohl, das Spiel riecht gut. Özcan. Mit dem Auge für Zimmermann. Das war dann abseits von Kliment. Weiter geht's aber. Skalatidis. Aue bringt Sicherheit in ihr Spiel. Machen das gar nicht so schlecht, wenn man es mal so nimmt. Gesuto. Und dann war der Ballverlust. Gerade noch von, die machen es nicht so schlecht. Und da ist einmal die Lücke da. Und Özcan ist durch als 0-2. Saison dafür ihn. Man spricht es gerade an und dann nimmt Werner, ich glaube Risotto war es, der gepennt hat, den Ball ab. Und der junge Özcan hält die Nerven, trifft zum zweiten Mal und es ist das 1-0. Heute für uns gegen Erzgebirge Aue. Der Mann hat auch ein Tor raus momentan. Muss man wirklich mal lassen. Ach, sein drittes sogar schon. Ne? Nice Sache. Ah, schade, jawohl. Also jetzt sind sie unsicher. Im Bögen das Gefühl, werden schläfrig langsam. Ja, na, wir sind schon wieder durch, oder nein? Gegen den Ball noch weg. Also wir powern auf jeden Fall, das ist das Gute. Das will ich sehen. Wo ein Fußball will ich sehen, Alessandro Maxim. Nächste Chance haben wir gehalten von Männe. Und der Abschlag, den kriegt Zimmermann beim zweiten Ball. Özcan. Kliment. Ich wollte gerade spielen und dann gibt es einen Freistoß. Niemand regt sich noch auf. Aber ich glaube, wir haben jetzt nicht so wirklich einen Freistoß gegen, oder? Doch, Alessandro Maxim. Darf sich mal hier beweisen. Kann er das auch mit Wucht, ist so die Sache. Ich habe gehofft, dass der vielleicht so tief, unten rechts tief vorbeigeht, hat nicht funktioniert. Egal. Weiter geht's, Jungs. Come on. Zimmermann. Maxim. Heise. Langes Ding, den kriegt Werner nicht mehr. Vielleicht kriegt er. Ja, er kriegt den. Stark von Werner. Flanke. Kliment rausstrahlen. Schade. Wir drücken gerade gut. Wir kriegen den Ball nicht unten weg. Come on, Özcan. Weiter nach hinten. Bussard. Zimmermann, der war nicht gut gespielt, der Ball. Der war nicht gut und jetzt vielleicht mal die Chance für Aue. Riese. Come on. Bock drauf. Das schaffen wir nicht, das war nicht gut. Bertram. Und dann gegen die Füße. Ich glaube, das passt uns nicht so wirklich gerade, was wir. Defensiv läuft das noch nicht so wirklich. Leppe, der Typ, der Spiel macht kein schlechtes Spiel. Guter Ball für Skalatidis. Skalatidis lässt alles stehen. Zimmermann dazwischen und im zweiten Ball. Kral hält den dann. Jawohl, und jetzt mal eine schöne Kombi vielleicht da. Bisschen weiter dann für Klima. Wieder Aue, wieder. Diesmal Kvesic, der das Auge für niemand hat. Kral. Den haben wir. Heise macht das gut. Werner. Bussard. Werner. Bussard. Jawohl, schön. Jetzt läuft der Ball mal bei uns. Der Ball läuft mal. Das haben wir lange erhofft, dass das Ding dann bald mal läuft. Özcan Kliment kriegt den Fuß nicht mehr dazwischen, um irgendwie abzuschließen. Aue klärt den. Und erobern wir uns den nochmal im Kopfball oder so? Zimmermann hat den. Wir kriegen ihn sofort wieder, den Ball. Jan Kliment. Schade. Hat ja schon noch ein schönes Ding erzielt, die Saison. Aber der geht dann doch schon weit vorbei, wenn man es dann sich so anguckt. Ungefährlich. Aschak Mennel. Und ja, wir kriegen die Bälle, aber wir kriegen die meisten Abschläge oder so von Aue. Jawohl, setz dich durch.
Jetzt schon. Element. Oh, schade. Jetzt wieder. Aue. Oh, spielt das eigentlich nicht schlecht, wenn man es so nimmt. Skarlatidis. Wir pennen manchmal hinten und Gral. Unser Mann hinten ist da. Sauber. Also wenn er so hält, dann kann er gerne öfter mal spielen. Jetzt kommen wir wieder über Werner. Schöne Kombination von Toussaint, Clement und Werner. Werner geht. Werner zieht zurück. Ja. Wir haben den immer noch heiße. Ja komm, wir nehmen den Freistoß. Wir nehmen den Freistoß lieber nochmal. Wieder mal Maxim. Wieder Alessandro. Er gibt ja. Ja, ich mach, soll ich wieder mit Kraft? Soll ich mit Kraft oder Dings? Komm mit Kraft. Mit Kraft, also ne. Das läuft nicht. Pause. Jetzt ist erstmal Pause. Im Auerstadion. Unsere Fans sind zufrieden, wie ihr seht. Und da der Torschütze Berker Özcan ganz zufrieden sein mit seiner Leistung. Die Mannschaft an sich eigentlich auch. Der Ballbesitz auch ausgeglichen. Wir haben 60%, die 40, also nicht für sich. Viele. Riese. Aue will besser aus der Pause kommen als wir. Und das zeigen die auch. Aue kommt gut. Vielleicht kriegen die auch direkt die erste Aktion nach einem starken Anfang. Und Kral kriegt gerade noch so den Hand hin. Aber ist nicht geklärt. Skarlatidis und Kral. Aue kommt mit Willen aus der Pause raus. Und Kral muss direkt zweimal eingreifen. Also Aue will. Die haben, glaube ich, mal die Wucht gesagt, kriegt in der Pause. Eckball. Skarlatidis. Komm, Junge Kral. Den fischst du. Und Kral kriegt den. Komm, jetzt müssen wir mit Özcan hin. Er schafft's nicht. Baumgartel. Köpft ihn, aber kriegt ihn nicht weg. Jawohl. Jetzt komm mal, Özcan. Zimmermann. Jawohl. Wir haben den am Ende irgendwie noch. Das war irgendwie ganz viel Zufall. Clement. Maxim. Schön. Nur das Auge gehabt für Heise. Der bringt die Flanke für Özcan. Verhärtner davor. Maxim. Komm, Junge. Schade. Kopfballbiss ist er immer noch nicht. Jetzt über Bertram. Und das war nur die Beine. Es waren nur die Beine, die klein trifft. Das ist natürlich eine gelbe Karte. Aber nicht schlimm, weiter Jungs. Freistoß. Riese. Wahrscheinlich mit der Flanke. Ja, die kommt doch. Die kommt auf den Großen. Daneben aber. Aue drückt jetzt auf den Ausgleich. Wir müssen das wieder ein bisschen stabilisieren, unser Spiel. Nicht so gut im zweiten Durchgang. Alessandro. Jawohl. Stark gemacht von Maxim Klein. Vielleicht kriegen wir die Chance, wir kriegen die Chance, Zimmermann. Genau auf Männel, da muss er nicht viel angreifen. Kriegen wir den Ball vielleicht jetzt durch den Kopfball? Ja, wir kriegen den. Toussaint. Jetzt schon. Toussaint. Schade. Gefällt mir, Jungs. Ah, die dominieren ein bisschen. Ja, komm. Also, wenn es bei denen nach vorne geht, ist das meistens guter Fußball. Meistens da nichts dagegen tun können. Heise. Komm, Junge, setz dich durch. Kral. Kral macht ein stabiles Spiel, das muss man wirklich lassen. Toussaint, schön. Schön laut Maxim laufen gesehen. Und jetzt. Ja, wir wechseln, das passt nicht mehr. Maxim geht, nochmal ein bisschen Power sparen, dafür kommt Sonora. Hm, wir bringen nochmal Ginzek. Und wir bringen Krigic. Die drei Leute sollen nochmal für Wind sorgen. Maxim nochmal zum Schonen. Und Klein, fair und gut. Maxim. Toussaint. Maxim. Ah, Riedel. Oh Gott. Klein macht das stark. Der gefällt mir heute gut. Jetzt gute, schnelle Kombi. Und Clement. Clement und Männel ist da.
Gut gehalten. Vom kleineren Keeper von den Aran. Guter Schuss aber auch von Clement. Aber gut von Edgerman, wie er es gesehen hat. Jetzt sind unsere drei Auswechslungen getan. Ecke. Werner. Klein steigt hoch. Schade. Abstoß. Skinzek, der erste Mann, der reingekommen ist. Komm, wir gewinnen das. Da ist Grigic. Und Ginzek. Schade. Und, Ginzek, der schafft das nicht. Komm, Sonora, der dritte Mann im Bunde gekommen ist. Aber Aue kommt. Baumgartel halt liegen lassen. Aber die Flanke ist auch so ungefährlich für Kral. 13 Minuten noch, müssen wir noch überleben hier. Gegen Aue. Sonora, schwacher Pass. Und wieder Aue. Und wieder Aue, Heise. Klein. Ganz schwaches Teil. Ganz schwaches Ding. Klein und jetzt Krigic. Kann sich nicht gegen Tiffard beweisen, den erfahrenen Auer. Adler. Saad kommt auch nicht mehr hinterher. Und da geht das Ding ganz knapp vorbei in Kralskasten. Wir tun uns schwer, genau schon wie gegen Karlsruhe. Uns gegen Karlsruhe schwer, dann haben wir da einen Punkt geholt. In der 82. haben wir da den Ausgleich kassiert. Das läuft hier auch wieder hinaus drauf, noch den Ausgleich zu kassieren. Come on, Jungs. Überlebt diese letzten 6 Minuten. Für den wichtigen 3 Zähler. Ja, na Junge, setz dich durch. Ja, es gibt den Freistoß nochmal. Meiner Meinung nach war es Ball, aber er hat auch uns getroffen. Ja, wir können mal gucken, er zieht doch vorher. Und dann, ja, erst uns, dann den Ball. Freistoß. Werner legt ihn ab. Auf Heise. Heise! Schade, schöner Schuss. War nicht drin. 3 Minuten noch. Jungs, kommt. Spielt das jetzt runter. Abwehrriegel. Abschlag Männel wieder. Jawohl, er kriegt den Zimmermann stark. Der macht heute einer der besten heute auf dem Feld. Sonora verarscht ganz leicht. Härtner ist es, glaube ich. Ja. Sonora hat das Auge für Grigic. Der nicht zum Schuss kam, weil sich noch ein Ausspieler reingeworfen hat. Komm, jawohl, er muss das lange Ding schlagen. Los geht's, Zack. Jetzt nochmal Druck drauf. Schafft er nicht. Heise, Werner, einfach nur weg. Ja, er pfeift ab. Er pfeift ab. Wir holen die ganz richtigen 3 Zähler aus dem Auswärtsspiel in Aue. Wir haben uns im zweiten Durchgang echt schwer getan. Und am Ende ist es halt Erleichterung, dass wir das hier gewonnen haben. In der zweiten Hälfte haben wir uns echt schwer getan. Wir konnten froh sein, dass wir in der ersten Hälfte so stark waren. Und da die Bude gemacht haben. Ich höre jetzt schon. Unsere Ziele sind fertig. Ich weiß, dass unsere Ziele fertig sind. Ach, ich krieg Schimmer. So, das Training bleibt wie immer gleich. Klostermann erreicht jetzt die 74. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Lehrmann ist wichtig. Der kann auch so wichtig werden als Innenverteidiger. Und jetzt Pokalspiel gegen Bayer. Die Angst ist da. Wir motivieren uns. Ja, wir müssen ein bisschen was ändern an der Mannschaft. Aber darum geht es erst in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wenn euch diese Folge viel versetzen geht raus mit VfB Stuttgart gefallen, lasst ein Abo. Würde mich hier auf jeden Fall freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.